Pokémon! No way for you! Ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe dieses Games, dass wir sie spielen dürfen, aber im Laufe des Streams, im Laufe des Abends, aber aktuell kann man sie noch nicht picken. Das heißt, nach diesem Game könnte es funktionieren, okay? Nach diesem Game. Boah, was ist denn mit meinem Kopf gerade los, ey? Der Tag heute war doch ein bisschen intensiver, ne? Mit den Vi und Vladimir Games. Mal ganz kurz hier mein Headset auspendeln. Danke an den Ebbentee für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Vi wurde geschafft, ja. Vi wurde geschafft. Viego, Vladimir und Vex haben wir bis jetzt heute weg. Vier haben wir geschafft. Kopfschmerzen, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Aber ich habe auch sehr viel rumgeschrien heute während dem Stream, muss ich sagen. War schon sehr, sehr viel rumgeschrien. Wieso nimmst du Heal in diesem Matchup? Ich nehme eigentlich fast immer Heal auf Vel'Koz. Wobei in dem Game auch Exhaust oder Barrier sehr gut gewesen wäre gegen den ihrer Topside. Ich mag persönlich den Move-Speed, den Heal dir gibt, sehr gerne. Warum hast du nur so wenige Möglichkeiten bei deinen Channel Points? Man kann auch mit deiner Reichweite so viel machen. Kannst du ja. Ich halte die Channel Points einfach für ein sehr unsinniges System. Deswegen lasse ich... Also, du kannst praktisch... Was du mit Channel Points primär machen kannst, ist halt, dass du irgendwelche Sachen, die entweder disruptive für den Stream sind oder irgendwelche Spam-Sachen für den Chat. Und ich persönlich habe meinen Channel ganz gerne so ein bisschen ruhig. Ne? Also, ich habe es gerne ein bisschen... So eine angenehme, ruhige Atmosphäre habe ich gerne. Und dementsprechend gibt es bei mir für Channel Points eigentlich nichts zu machen. So. Ich würde gerne meine Punkte verwetten. Na, wetten will ich allgemein nicht machen wegen Bedenken meinerseits, wenn es um Glücksspiel und ähnliches geht. Da bin ich ein bisschen, wisst ihr, ich bin da, ich weiß, dass ich da vielleicht ein bisschen paranoid bin, bin ich ganz ehrlich, ich weiß es. Ich weiß, dass ich da ein bisschen paranoid bin, ein bisschen übervorsichtig, aber ich habe das Gefühl, so Glücksspiel, Wetten allgemein ist was aktuell gerade im Internet, auch in Streams, extrem am Kommen ist und das ist einfach wahnsinnig gefährlich. So. Was willst du mal machen, wenn du nicht mehr streamst? Hoffentlich nix. Also ich habe vor, mein Leben lang zu streamen, meine ich damit. Würde ich zumindest mir wünschen. Es gibt relativ, also ich meine, ich hab ein kleiner Prozentsatz meiner Zuschauer ist jung, ja. Also ich hab einige junge Zuschauer und das ist halt einfach, die zum Glücksspiel zu verleiten, ist wirklich das Letzte, was ich machen möchte. Persönlich. Mit Renate streamen. Ja, das machen wir gleich als nächstes, Renate. Sobald sie erlaubt ist. Aber aktuell kann man sie noch nicht spielen, leider. Ihr könnt mich ja auf dem Laufenden halten, ob man sie dann spielen kann. Und dann können wir sie gerne zocken. Ich freue mich auch schon. Also tatsächlich freue ich mich richtig auf Renate. Oh, sehr, sehr schöne Trade-Chain von uns. Meine Güte. Oh, beautiful. Ich führe meinen Stream auf eine gewisse Art und Weise. Und ich weiß, dass das natürlich wäre mehr möglich. Und in manchen Bereichen bin ich auch sehr faul, wisst ihr. Und lasse viele Möglichkeiten aus. Aber es funktioniert. Also es ist halt. Dieser Never Change a Running System Ansatz von mir, wisst ihr. Weil es funktioniert halt alles super, super gut. Und ich habe meinen Stream halt gerne auf diese Art und Weise. Okay. Was war denn für ein Versuch? Problem! Das ist so bitter für ihn! Was war das denn?
Was soll das denn bitte? Ja, ein wichtiger Slow gewesen, hätten wir in dem die Experience von dem Last Hit denyen können. Haben sie eigentlich das W von Vel'Koz besser sichtbar gemacht? Das war doch davor immer viel kleiner, oder? Also von was angezeigt wurde, visual. Ja. Warum haben sie das gemacht? Spielt doch eh keiner Vel'Koz. Er wird weiter aggressiv spielen. Wenn er möchte, kann er hier einfach einen Freekill. Warum wurde der nicht genockt? Wait. Warum wurde der Nautilus gerade nicht genockt? Also nicht, dass ich ihn gekillt hätte, ne? Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich hätte überleben können, wenn der genockt wird. Hat er wirklich super knapp beide verfehlt? Oder hat er das mit dem Hook gecancelt? Bei den Damage hat er, glaube ich, genommen. Die waren davor noch. Ich glaube, der hat das mit seinem Hook gecancelt, ehrlich gesagt. Also so sah es für mich zumindest aus. Ich glaube, der hat das mit seinem Hook selber gecancelt. Die Jumperei ist so nervig, ne? Von dem. Das ist die Level 6 Wave hier. Ich hoffe, dass ich ihn erwische. Wir sind beide delayed. Das ist Level 6, ja. Versuchen ihn abzuhalten hier, ne? Vel'Koz ist ein sehr, sehr cooler Champion. Okay. Ich will gar nicht den jetzt hier killen, ne? Wir spielen Renata gleich, naja. Naja, gar kein Problem, wir spielen die gleich, Alter. Wenn sie halt offen ist, ja. Ah, oh, schade. Nice try. Ich finde das sehr schön, wie unser Toplaner Wonbibon stirbt und jetzt unseren Jungler dafür blamet, dass er nicht zum perfekten Zeitpunkt gegankt hat. Entschuldige bitte. Wir haben gerade mit einem Double Kill geholt. Der unser Jungler spielt richtig, richtig sauber hier bis jetzt. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass du mich jeden Abend bei Laune hältst. Ja, immer gerne. Ne? Danke fürs Einschalten. Also ich habe zu danken. Am Ende des Tages. Vielen lieben Dank euch allen für den konstanten Support. Durch Höhen, durch Tiefen, durch schlechte Launen, durch gute Launen, durch Y-Games. Wenn er sich da nicht treffen lässt, ist er einfach tot, aber es ist schwer.
Ich hab den während dem Flug getroffen gerade, ne? Das war cool. Sehr cool. So. Oh mein Gott. Alter! Sag mal, die sind ja einfach, die Länder einfach zu dritt Mittelheld. Was ist das denn für eine Scheiße? Die sind ja, die Länder ja legit zu dritt. Kam denn die schon wieder her da von hinten? Viewer Game fühlt sich so an, ja, muss ich sagen. Und der ist ja schon tot, ne? Boah, was ein schöner Flash. Na, wer hat sie? Well played. Well played, Mr. Gnar. Ja, war sehr, sehr schön. Wollte hier auch eine Platte nehmen dürfen. Der Schiffer habe ich gerade geintet, ne? Oh, ich glaube, der hat mich da gerade killen können. Das Matchup wird jetzt halt immer ekliger. Das Problem ist, dass der halt so viele Dashes hat. Ich kann ja nicht einfach so comboen. Weil der einfach an mir vorbei dasht. Oh. Sehr gut, oder? Okay. Er hat jetzt zwei dicke Kills gekriegt mit Shadow. Are you kidding me? Eieiei, das waren zwei so schöne Skillshots und das killt ihn leider trotzdem nicht, ne? Wenn ich dann eh auch noch predicted hätte, richtig, dann wäre es noch schöner gewesen. Wir uns schon so lüden sollen hier. Na, wir sind in einer guten Position. Wir könnten bloß halt noch viel stärker sein hier. Ich mache aber eine Menge Scheiße. Das ist schon gut winnable. Die Gegner haben halt eine gefeedete Diana und einen gefeedeten Ion jetzt. Aber sie haben auch diesen AD-Carry, der hat letztes Game schon geintet. Vielleicht intet er diesmal nochmal. Ray Spear, Klyas, Captain Jukes und M1061. Vielen lieben Dank euch allen für den Support. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Ganz viel Spaß hier im Stream. So. Da ist der Nautilus an der Seite und an der anderen Seite ist die Diana. Ganz schön gefährlich hier, muss ich sagen. Ja, ist schon verdammt gefährlich hier, diese Lane. Kann nur eine pushen? Ja, da bestimmt. Braucht noch eine Wave, nämlich. Unsere Soulboots ready. Dann können wir unten auf die Sidelane gehen, ja. Renata ist da. Kann man sie jetzt schon spielen? Weil gerade eben haben wir es probiert, da war sie noch nicht spielbar. Gerade eben haben wir es probiert, da war sie noch nicht spielbar. Bin sehr gespannt, wie sich die anfühlt, was man auf der maxen soll, was da der korrekte Itembild ist. Ich glaube, die ist nach wie vor disabled, ja. Glaube ich auch. Das ist krass, dass der zwei Games in Folge einfach infeedet, ne, der Kerl.
Ja, probiert er das mal wegzuräumen, ne? Was ist denn mit Diana und Nautilus? Warum lehnen die denn immer da, wo ich bin? Jetzt bin ich sogar aus der Mitte rausgekommen, dann lehnen die trotzdem noch gegen mich. Hm. Hier sind natürlich schon sehr gefeedet, die gegnerische Diana. Die kann vielleicht von mir nein machen, ja. Vielleicht. Was können wir denn jetzt hier machen? Wir müssen den Drake bespielen, glaube ich. Wir werden, glaube ich, auch ein bisschen outskilled hier. Wir haben später eine relativ leicht zu executen bekommen. Ich weiß gar nicht, meinte ich, darf hier pushen oder killt mich dann die Diana? Das ist so risky, ne? Okay, also, sie hat ihr erstes Q verfehlt, E-Ulti gemacht, jeden einzelnen Spell getankt. Okay. Ja, das ist actually doch jetzt in, ne? Das ist doch super in. Oh, no. Ja, das ist super in gewesen, ja. Das ist big. Das ist sehr, sehr big. Oh, nochmal. Das ist doch nicht super end. Warum pinkt ihr jetzt mich? Zack. Der Union kann von der Seite da kommen. So. Das ist echt gar nicht so einfach zu spielen, ha? Huh? Ich glaube, ich gehe Shadow. Obwohl Horizon ist schon auch ziemlich nice, ja. Die CDR wird uns sehr gut tun. Uns fehlt auf jeden Fall Ability Haste gerade. Na, die Diana ist einfach sehr gefeedet, Leute. Deswegen ist sie jetzt so stark. Leider ist der Yunus auch sehr gefeedet mittlerweile. Da was machen bestimmt. Richtung Nautilus. Ja, aber. Aber was? Ja, wir waren ja praktisch drei Leute von uns standen hier. Und was ich dachte ist, dass die halt mit mir hier zum Nautilus gehen, weil dann können die das nicht machen. Da kann er ja nicht, der darf ja dann nicht auf mich drauf flashen, weißt du? Aber das war das anscheinend nicht der Plan. Sondern der Plan war ein anderer. Der Plan war leider ein anderer da. Vorsichtig von hier.
das hier schnell. Nice. Ich meine, wir spielen 4v5 am Ende des Tages, weil der gegnerische AD Carry infeedet. Und der steht trotzdem gar nicht so schlecht, nehme ich an. Das ist ja, eigentlich müssen wir nur irgendwie halt verhindern, dass die Diana runwinnt. Wir haben eigentlich mit Braum einen exzellenten Champion dafür. Für dazu 15. Wir haben leider ein Full Lethality. Warum macht er das? Warum macht der das? Warum macht sie das? Schnell nach oben schwitzen und versuchen da zu defenden gegen die zwei. Aber der Mountain Drake wäre halt auch wichtig. Gut. Ah, schade. So close, Mann. So close. Ist hier unten wieder Aktion, ey. Ist das hier noch nicht einfach ein Nashen? Die sanfte Rüstung, meine Damen und Herren. Gibt es überhaupt etwas Schöneres? Oh nein, ist der tot. Wir müssen nur unsere Spells gleich. Ah. Spells leider noch nicht drauf fallen. Sehr schön. Boah, Alter. Wilkos ist echt ein cooler Champion. Der macht so Spaß, mit diesen ganzen Winkelkombos zu arbeiten. Okay, da zum Beispiel. Ah, so klappt. Aber da zum Beispiel, das war natürlich ein Riesenfehler für mich, dass ich das eh nicht schon geworfen habe, als ich wusste, dass der Stun von der Nautilus Ult kommt. Das war ein riesen Fehler von mir. Wenn ich da ein bisschen früher mein Dings mache, dann ist es viel besser. Aber wir sind jetzt in einer sehr starken Position. Also ich bin jetzt extrem gefeedet. Unsere Qs tun extrem weh auch. Warum spielt niemand Vel'Koz? Ich glaube, das Problem mit Vel'Koz ist, dass einfach andere Champions das besser machen. Ich meine, es spielt auch niemand Xerath. Ich glaube, Xerath ist richtig broken eigentlich. Aber den spielt irgendwie trotzdem niemand. Ich kann euch aber nicht sagen, warum. Ich glaube, der ist legit broken, der Champ. Vielleicht ist diese Art Champions, dieses Champion-Kit einfach gerade unbeliebt. Irgendwer ist hier bestimmt. Aber wer? Jetzt ist er bestimmt nicht mehr da, wer immer das war. Und die zwei nehmen wir. Also ab ist Vel'Koz OTP. Ja, OTPs gibt's von allen Champions. Ja klar, OTPs gibt's immer. Aber warum ist das kein Meta-Champion, ist die Frage. Warum ist Xerath kein Meta-Champion? Das ist halt die Frage. Also natürlich, es gibt immer ODPs für jeden Champion, Leute. Aber warum spielt die breite Masse ihn nicht, wisst ihr?
Genau, das ist, was ich übrigens von davor meinte. Nach was wir suchen halt. Also, dass wir praktisch... Wir wissen ja, was der CC da kommt. Und dann können wir praktisch einfach unser... Dann können wir einfach unser E schon timen davor, wisst ihr? Darum geht's. Ah, ist schön. Ah, sehr, sehr schöne Situation. Let's go, Baby. Ich hab das... Also, die meisten Midlaner... Ich glaube, in niedriger Elo sind so Midlaner wie Vel'Koz und Xerath und so sind super beliebt. Aber wenn man in hohe Elo schaut, dann hast du halt sehr viele Midlaner, die halt schon sehr früh auf ihrer Lane halt proaktiv was machen können, finde ich. Und das ist natürlich... Vel'Koz kann jetzt auch nicht wirklich proaktiv was machen, ne? Das kann er halt nicht. GG, perfekt. Hast du Flat geschafft, ja. Blatt und Vi, die waren aber beide echt fucking hart für mich, ja. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass ja auch Veigar aktuell extrem beliebt ist. Selbst in hoher Elo-Mitte. Manche Leute spielen sogar Support-Champions. Es ist echt schwer zu sagen. Warum spielt keiner diese Long-Range-Champion-Kits? Diese Artillerien. Wieso kein Xerath im Challenger-Rush? Ich habe Xerath gespielt, hin und wieder. Aber nur, wenn die Matchups halt gut waren. Sehr starkes Game hier von unserem AD-Carry, der wahnsinnig gecarried. Und der Braum natürlich. Es ist nie der AD-Carry alleine, ne? Der gegnerische, also unser Support hat auch extrem guten CC gegeben. Sehr, sehr oft sich in die Presche geworfen, mit echt guten Es gearbeitet, ne? Das muss man natürlich auch anerkennen. So, ist Renata jetzt offen oder immer noch nicht? Weil das entscheidet, für was wir jetzt queuen müssen, ob Renata offen ist. Wenn Renata offen ist, müssen wir Support queuen.